Ja, Leute, willkommen wieder bei Final Fantasy 9. Wo waren wir das letzte Mal? Genau. Wir wollten zum Baum Liefers und noch eine Steintafel finden, die wir immer noch brauchen. Ja, die ist wahrscheinlich dann links. Weil rechts haben wir ja jede. Wenn überhaupt links noch irgendwas ist. Nachdem wir diese Monster besiegt haben. Ich hoffe, man versteht mich auch gut, Mensch. Weil vorhin in der Probeaufnahme war ich irgendwie leise, aber es liegt wahrscheinlich daran, dass meine Boxen so leise waren. Aber ich will ja immer, dass hier nichts zusätzlich noch aufgenommen wird, weil mein Mikrofon ja so scheiß empfindlich ist. So. Naja, Konterattacke ist gut. Ob die meinen Konter auch auskontern könnten, wenn sie Kontern haben. Es geht dann immer so hin und her. Ah. Und wir müssten jetzt ungefähr fast gleich viel Schaden genommen haben. Ja, und da kommt der Konter. Stopp, stopp, stopp. Machen wir mal die Heilung. Und nochmal Feuer. Und die Heilung machen wir am besten auch mal. Bevor die mir hier wegratzt. Die kleine Tiefe. Hey, was ich heute wieder erfahren habe. Ne? Was mir gerade so einfällt, mal so in so einem langweiligen Kampf. Mein Vater hat heute mit den Internettypen gelabert, die wir uns hier versorgen sollen. Und da sagt die Ende 2014. Oh shit, hab ich mir gedacht, das kann doch nicht sein. Oh. Und dann hat später wieder ein anderer angerufen und gesagt, Mitte 2013. Oh Mann. Das kommt natürlich darauf an, wo sie als erstes rumbaggern, ne? Ich meine, bei uns in der Gegend ist das ganz schön groß hier. Ja, scheiße. Anscheinend doch keine Steintafel mehr hier. Habe ich sie wohl doch am Anfang irgendwo vergessen? Naja. Auf jeden Fall bin ich schon richtig. Boah, ich kann es eigentlich. Ich meine, es ist noch lang hin. Ne? Ein Jahr ist ziemlich lang. Oh. Es nervt mich halt, dass ich so eine Scheißqualität immer hochladen muss. Ich meine, 320 Pixel. Es ist gar nichts. Das guckt sich heute kaum einer noch an. Ey. Okay. Ihr, die es jetzt hört, habt es gesehen. Oder habt ihr es euch angesehen, besser gesagt. Aber ich sollte nicht rumheulen, weil mein Internet so scheiße ist. Ich sollte das Beste draus machen, sagen wir es mal so. Und ich mache ja auch das Beste draus. Also ich versuche die bestmögliche Qualität immer rauszuholen. Aber was will man machen, ne? So ist eben das Schicksal. Wenn man auf so einem Kaff lebt. Könnt ihr wegziehen, ne? Aber hier ist es einfach zu schön. Hier ist noch schön die Natur, ne? Wenn man so in der Stadt lebt, stelle ich mir das ziemlich komisch vor. So. Weiß nicht. Da ist die Luft wahrscheinlich nicht so gut wie hier. Wenn ihr versteht, was ich meine. So. Ich schätze sogar mal, Baum Liefers wird sogar der. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das schon dann wieder ein CD-Wechsel heißt. Oder? Oder nicht? Keine Ahnung. Auf jeden Fall sind wir schon da. Das ist ein Re. Oh, shit, ist der riesig, ja? Wir müssen ganz von außen ganz nach innen laufen. Aber jetzt müssen wir erstmal die Barriere loswerden. Ne? Da ist ja so eine fette Barriere, die hier die Esper aufgestellt haben. Liefer, Baum des ewigen Lebens. Ja. Oh shit. Oh, gar kein Schulerfutter. Der Nebel ist hier viel dichter. Dann stimmt es wohl, was die Leute sagen, dass hier der Nebel entsteht. Vor allem der Nebel ist dann nur auf dem Kontinent des Nebels, ne? Geht's? Ja, es geht schon. Wie wieder voll aufs Maul, ey. Uah, was war denn das?
Das ist die Barriere. Hat es wehgetan? Du bist doch womöglich nicht verletzt. Ach was? Ich habe gar nichts gespürt. Oh ja, nur geschrocken. Ne? Shit, ist ja eine richtig üble Barriere, ey. Ach, Anlauf nehmen, lieber Eiko fragen. Ja, wir fragen lieber Eiko. Dieser Ort ist also durch die Kraft einer Bestie versiegelt? Na klar. Starke Sache. Und wie hebt man diese Versiegelung auf? Eiko bittet einfach die Bestie aufzuhören. Wir Esper können über unser Horn mit dem Bestia und Tieren in unsere Gefühle austauschen. Und Eiko wird sie jetzt rufen. Also passt auf. Alles klar. Abracadabra. Fidibus. Empfange das Licht meiner Seele. Die Seele aus den Tiefen der Sterne. Erhöre meinen Wunsch. Aus den Tiefen meiner Seele. Und das war nötig. Rubin erhalten. Shit. Das war's. Auch schon. Jetzt können wir weitergehen. Das ging ja schnell. War das vorhin der Zauberspruch, um den Bann aufzuheben? Nö, eigentlich nicht. Eiko muss sich ja nur auf ihre Horn konzentrieren, um ihre Gefühle der Bestie mitzuteilen. Und wozu dann der Spruch? Eiko wollte nur mal etwas Eindruck schinden. Eigentlich ging der Zauberspruch noch viel länger, aber da wir so in Eile waren, habe ich ihn einfach verkürzt. Ich konnte weder etwas hören noch fühlen. Hm. Na dann wollen wir mal los. Ja. Da flüstert tiefer etwas in ihren Bart. Wenn sie denn einen Bart hat. Für wen war jetzt eigentlich diese Bestie? Garfugal. Ja, da kann man immer noch ein paar Zusatzdingens lernen. Ovitra. Da rüsten wir das mal aus. Dann kann sie auch Vitra. So, ich guck noch mal vorher alles durch. Ihr seid live dabei, ihr seid live dabei, ihr seid immer live dabei, Leute. Auch wenn nix live dabei ist, aber... Ja, okay, jetzt haben wir schon alles gelernt, ne? Ja, Vivi braucht noch ein bisschen. Na, der ist immer wegen langsam, der Vivi. Ja, ja. Oh, da war was. Rüst mal einfach aus, ist jetzt scheißegal, ob da die Welt untergeht oder... Na, die muss noch Fenrir lernen. Obwohl ich die Bestie von der eigentlich nicht so prickelnd finde. Level up. Oh, das braucht natürlich einen Haufen AP, Leute, aber das ist richtig fett. Level up. Am besten für alle. Ich weiß gar nicht, ob alle diesen Gegenstand tragen könnten. So, hier. Okay, wir laufen jetzt nicht die ganze Zeit hier auf den Ding rum, aber das müssen wir jetzt machen. Aber hier sind Heiler richtig geil, weil hier sind Zombie-Wesen. Und ja, ihr wisst ja, was mit Zombies passiert, wenn man Heilungen auf sie wirkt. Ne? Also, natürlich wisst ihr auch, was passiert, wenn Zombies... irgendwelche Zombie-Attacken auf Menschen machen, ne? Das ist auch klar. So, die zwei süßen Pilze werden wir kräftig mal grillen. Gegrillte Pilze. Ihr wisst ja. Okay, eigentlich nicht, ne? Na, würdet ihr mal bitte? Ach so, greif an, Vivi! Och, okay. Der erwünschte Erfolg blieb leider aus. Ich meine, klar, ich könnte jetzt hier machen, nur Filmrühe, voll. Aber darauf habe ich nicht wirklich Lust. Wir machen einfach nochmal Feuerer. Und nochmal Sägen. Egal, Vitra. Das könnte ich jetzt eigentlich auch tiefer machen. Ja, schön, Vitra. Aber das sind keine Zombies, ne? Aber jetzt ist er tot! Ja. Super gemacht. Super Troop. Adrenalin. Und da bekommen wir auch wieder ein wenig Kohle ins Haus. So, ich gebe mal Vivi ein Äther.
Weil es ist ein wenig nervig, das im Kampf anzuwenden. Braucht sonst noch jemand? Nein, danke. Gott, tschüss. Ich meine, so oft muss ich ja nicht heilen, weil wir ja genug KP haben zum Deffen. Ganz schön tief aus, ey. Ich frage mich eigentlich, warum das ein Baum ist. Ich meine, der besteht nur aus Wurzeln, die sich zu einem Baum geformt haben. Ah, da haben wir zwei Zombies. Boah, das ist eine richtig, wow, komisch hässliche Bewegung. Ja, und jetzt bekomme ich natürlich die zwei Kollegen dran. Ich meine, wir könnten jetzt, was weiß ich, machen, bla bla bla. Es wirkt aber schon... Ah, fuck, jetzt habe ich Engel auf uns selbst gewirkt. Bullshit. So, wenn man nämlich Engel auf den Typen macht, ich meine, wenn die jetzt Engel macht, wird es nichts bringen, ne? Und... Ja, bringt eigentlich gar nichts. Passt mal auf, was passiert, wenn unsere liebe Tifa jetzt ein Engel auf diesen Kanaster-Typen da kräftig, ja, du hast beim Kanaster beschissen, mein Freund. Boah, ich habe schon gedacht, der Vorführeffekt schlägt zu. Ja, das ist ein 100% tödlicher Schlag gegen einen Zombie. Und der wirkt, soweit ich weiß, in jedem Zelda-Spiel. In jedem Zelda-Spiel, du Vogel? In jedem Final Fantasy natürlich. Zelda-Spiel. Ich habe noch nie gesehen, dass Link irgendwie ein Engel auf Ganondorf gemacht hat und der dann umgefallen ist. Okay. Oh Mann, ich muss auf die... Nein! Oh, jetzt bin ich zurückgelaufen. Jetzt bin ich echt zurückgelaufen. Jetzt bin ich wirklich zurückgelaufen. Bin ich wirklich zurückgelaufen? Ja, ich bin zurückgelaufen, Mann. Und ich schwafel schon wieder so einen Scheiß. Jetzt sind wir wenigstens dort. Ich meine, das hat jetzt kürzer gedauert als gedacht. Der Weg ist natürlich jetzt ziemlich lang. Und es müssen natürlich Monster kommen, das ist natürlich auch klar. So. Oh shit. Ich glaube, das ist auch ein Zombie. Okay, Aiko ist als erstes dran. Wenn du ein Zombie bist, wärst, dann würdest du das nicht überleben. Das ist ziemlich cool hier zu leveln. Nein, das ist kein Zombie. Sonst hätte das geklappt. Nein, das will ich nicht. Schlagen. Boah. Das schlägt einfach Frauen, ne? Oder Mädchen. Ist ja noch keine Frau. Da fehlt noch ein bisschen was. Boah, da. Ja. Pflanzen und Feuer, das ist immer so eine tödliche Mischung, ne? Das ist immer so ganz heikel. Oh, Urschrei von Vivi. Ich meine, wenn ihr den Baum von außen schon crazy findet, werdet ihr von innen denken, oh shit, das kann nicht sein. Oh, Peace, Kumpel. Moki, wie geht's, Moki? An Moki einen Brief überreichen. Ah, okay. Von Momo. Von Momo? Von Momo an Moki. Ein Junge namens Vivi kam ins Dorf, der Schwarzmagier. Kupo. Seine Augen sahen so traurig aus, Kupo. Ich glaube, er trägt ein schweres Schicksal auf seinen Schultern, Kupo. Ich wollte ihm irgendwie Mut zusprechen, aber ich wusste nicht so recht wie, Kupo. Aber ich wünsche Vivi von Herzen alles Gute, Kupo. Eieiei. Traurige Augen? Wie traurig, Kupo. Was für ein Schicksal trägt er wohl auf seinen Schultern, Kupo? Ein übles. Okay, da gibt uns nichts mehr. Ich speichere hier nochmal ganz live in der Sendung. Ja, in der guten Talk-Sendung, die jeden Tag läuft. Hier auf meinem Kanal, hier auf der Pianist LP. Oh mein Gott. Ja, überspeichern wir mal das hier, so als Safe, ne? Falls ich aus Versehen die Aufnahme verkacke. Man weiß ja nie, ne? So, das sieht schon ein komisch aus für einen Baum, ne? Ich meine, hier so eine Plattform, so komisch, so... So, als wäre sie gebaut worden. Ja, ihr werdet lachen, hier gibt's so einiges Schräges.
Ach nee, komm. Die haben wir jetzt schon mal gesehen, die Pilzchen. Und ich habe gerade keine Lust. Könnte natürlich auch. Und tschüss machen. Dann flüchten wir auf jeden Fall. Oh Gott, ich sollte mal die weibliche Besatzung heilen. Weil da war es einiges im Argen. Schnell rennt. Verliert man natürlich ein Geld. Aber das ist auch Wayne. So. Heute bin ich ein wenig ausgepowert, deshalb rede ich nicht so viel. Das ist natürlich ein wenig schlecht, ne? Weil ihr wollt ja unterhalten werden irgendwie mit irgendwelchen Schrott. Was wollte ich jetzt machen? Ah ja, Ability wollte ich mal bei Alu ändern. Das baue ich nämlich. Arsène Lupin. Muss ich mal ausrüsten, weil wir das dann später noch brauchen werden. Da war nix. Und da oben noch einmal. Gut, dass wir jetzt High Potions haben, weil die sind wesentlich effektiver. Hm, was haben wir denn da? Das ist ja recht beeindruckend hier, wer das wohl alles gebaut hat. Tja. Komm schon, hier rüber. Hier drüben. Sag mal, geht's noch? Verrückte. Wie könnt ihr nur alle so schnell auf diesen rutschigen Wurzeln laufen? Du bist echt so tollpatschig, wie du aussiehst. Der Ort sieht nicht gerade einladend aus. Vielleicht überlässt du lieber uns Erwachsenen den gefährlichen Teil. Den Erwachsenen? Wo? Nein, ich werde es schon schaffen. Ich muss es schaffen. Na gut, aber dann bleib immer dicht hinter Eiko, vergessen? Verstanden? Danke. Oh Mann, ey. Eiko, was ist das hier für ein Ort? Eiko ist auch zum ersten Mal so weit ins Innere vorgedrungen. Deswegen weiß ich es auch nicht. Hm, verstehe. Hier sieht es ja auch alles schon uralt aus. Ja. Oh. Mutfassend drauf. Gut, ich werde mal drauf scheiden. Hallo? Nein! Locker bleiben, Leute. Probieren geht über Studieren. Ja, es kommt wieder hoch. Sieht aus wie ein Fahrstuhl, ne? Ich denke, es ist relativ sicher. Ich werde einfach mal ganz hinunterfahren. Wenn nichts ist, dann sage ich euch Bescheid und ihr könnt nachkommen. Heiko kommt jetzt mit. Ich werde auch mitkommen. Und ich auch. Ich auch. Also gut, dann gehen wir eben alle zusammen. Mensch. Kinder. Abwärts. Richtung Hölle. Oh shit, was sind wir denn hier gelandet? Oh, Disco-Licht. Ich meine, das ist hier crazy, sieh mal, ja, aber das ist so crazy. Oh Gott. Schön mit chillig, so ein Rollenspiel zu Let's Playen. Oh Gott. Da kann man eigentlich gar nichts falsch machen, wenn man sowas zockt. Oh, mir fällt gerade was ein. Nein, das fällt mir nicht ein. Da, Kumpel, kriegst einen Engel. Ist doch immer nett, wenn du den Engel bekommst, oder? Und tschüss, Mann. Tja, so leicht besiegt man einen Zombie-Drachen. Und ist auch scheißegal, welches Level der hat, weil Engel ist für die wie... Boah. Alles, das ist sofort Ende.
Weil die Zombies können auch meistens irgendwelche sehr komischen Attacken, die dich sofort killen oder so. Oder oben ist was. Hallo? Hä? Ich komme da nicht hoch. Ach, vielleicht hier. Hä, hier ist auch was. Aha. Muss natürlich ein Monster kommen. Scheint wieder so ein fetter Zombie-Drache. Das wäre mir gleich am liebsten. Den hauen wir gleich wieder raus. Oh ne. Ach Gott. Drei komische Gestalten. Die keiner wollte, aber jeder bekommen hat. Okay, den einen haben wir schon mal los. Und tschüss, Mann. So, dann werden wir den anderen auch noch ins Reich der Träume schicken. Genau dich, mein Freund. Man ist eigentlich am schlichtsten. Die Typen einfach zack, frick. Boah, bin ich heute müde, ey. Unglaublich. Boah. Aber die Arbeit war heute scheiße langweilig. Ohne Scheiß. Nur den ganzen Tag irgendwo rumgestanden. Boah, das ist einfach nichts für mich. Schön ist, wenn man immer schön was zu tun hat und so. So, Akkordarbeit ist immer ein ermüdend. Ich frage mich, wie sich die Leute fühlen, die das wirklich jeden Tag machen müssen. Wochenlang. Das ganze Jahr. Da würde ich verrückt werden. Toll, für eine Phoenix-Feder. Ja. Haben wir noch was? Okay, damit kann ich leben. Ach gut, jetzt kommt schon wieder einer. Menschenskinder. Gut, schon 22 Minuten, da haben wir nur noch 3. Und dann der Baum. Mit den 4 komischen Augen. In alle Himmelsrichtungen. Ah ne, komm. Noch nur ein Schlagen. Ja. Golden Gold, ne? Aber das Feuere, das haut ihn kräftig raus, ey. Das finde ich gut. Mann, oh Mann. Also heute habe ich ja noch mal Zelda hochgeladen, weil ich das ja heute auch hochladen werde, ne? Das hat scheiße ewig lang gedauert, weil ich es mal in einer höheren Auflösung herausgespielt habe. Ich meine, ein Kollege von mir hat zwar gemeint, ich könnte mit der gleichen Geschwindigkeit uploaden, mit der ich eigentlich downloade. Allerdings habe ich da im Internet noch nichts gefunden. Oder gemeint, das wissen die wenigsten. Aber der labert manchmal echt komisch. Ich weiß gar nicht, ob er das ernst meint. Wahrscheinlich will er mich nur auf den Arm nehmen. Weil er eine viel bessere Leitung hat als ich. Und er wohnt nur 5 Minuten von mir weg. Ne? Ja, 5 Minuten ist schon ein ganzes Ding. Ne? Klar, dann müsste er halt mit leben, dass ich noch ein Jahr lang mich über mein Internet ausholen werde. Mein, komm. Ach, das kann gar nicht sein. Okay, ein Kollege von mir ist noch schlimmer, der muss mit DSL Lite leben. Also wenn du das gerade hörst, mein Freund, DSL Lite. Yeah. Okay. Ist nicht witzig. Ja, okay, 2 Jahre. Also, naja, okay, 2 Jahre. In 1,5 Jahren habe ich es auf jeden Fall. Okay, fast 2 Jahre. Oh, 2 Jahre halt noch. Mensch, ich mach mich schon selbst fertig. Aber was will man machen, ne? So ist halt.
oben sah doch noch alles total vertrocknet aus. Aber hier ist es ja wieder mal krass anders. Unten ist es sogar so hell, dass man fast daran erblindet. Oh shit. Marco Energie. Sind wir bei Final Fantasy 7? Sollen wir vielleicht da runter? Schau doch mal, Alu. Hier ist wieder so etwas Komisches. Wieder so ein Teil, das losrauscht, wenn man sich draufstellt? Also, als Aiko sich gestellt hat, hat sich aber nichts getan. Du hast dich alleine draufgestellt? Natürlich. Na, dann wollen wir doch mal. Sollen wir alle zusammen draufsteigen? Na klar. Ab drauf. Tja, Leute, und an dieser Stelle, genau an dieser Stelle jetzt, werde ich den Part wenden und im nächsten weitermachen. Ich spiele natürlich jetzt weiter, weil kein Speicherpunkt da ist, aber wir sehen uns dann im nächsten Part, am nächsten Tag. Also Leute, bleibt dran, wenn ihr wissen wollt, wie es bei Final Fantasy 9 weitergeht, wie ich dieses Spiel wieder einmal bravulös lösen werde. Also, bis zum nächsten Mal.